Und zurück zu einer neuen Folge RIM. So, in der letzten Folge haben wir das zweite Windrad hier freigeschaltet oder aktiviert, wie ihr es wollt, Leute. Jedenfalls haben wir jetzt hier über diesem Gebiet von dem zweiten Windrad haben wir jetzt auch unser Nebel, unsere Wolken, damit das komische Vogelfiech da abgehalten wird, uns anzugreifen. So, nichts. Wollen wir doch mal dem Fuchs folgen, wo es jetzt hingeht? Ich denke mal, er wird uns den Weg zeigen. Und zwar hier raus. Genau, schauen wir doch mal. Wo ist er denn jetzt? Ey. So, unsere schwarzen Freunde sind auch wieder hier. Ah, da ist der Fuchs. Okay, und weiter geht's. Finde ich auf jeden Fall cool gemacht, dass die uns so ein bisschen den Weg zeigt. Also ein bisschen die Richtung. Aber die können wir uns auch selber denken. Ich denke mal, das wird da hinten jetzt sein. So, okay. Da geht's rein, Leute. Ab in die Kammer des Schreckens. Wir machen auf jeden Fall wieder unsere Lichter an. Ich weiß zwar nicht, was es bringt. Ein bisschen mehr Licht, ja, aber ich weiß nicht, ob uns das noch irgendwas hilft im späteren Spielverlauf oder so. Okay, das geht wieder nicht. Okay, hier scheint irgendwie eine Art kaputtes Boot zu sein oder so. Und ich weiß nicht, Leute, ob ihr das hört, aber hier sind immer irgendwie so komische Stimmen im Hintergrund. Ganz geheimnisvoll. So, wollte ich erstmal... Okay, da scheint ein Loch zu sein, wo wir reintauchen können. Und dort will ich aber noch nicht reintauchen. Wir schauen uns erstmal hier weiter um. Komme ich da jetzt? Komme ich da eh nicht mehr hoch, oder? Wahrscheinlich. Ich hätte gleich rüberspringen müssen. Aber ich komme hier hoch. Okay, also gibt es eh wahrscheinlich nur den einen Weg. Okay, ich habe gedacht, es gibt vielleicht noch einen Weg, einen optionalen Weg. Ich würde aber doch gerne mal hier reintauchen, ob es hier irgendwas gibt. Komm, wir tauchen hier einfach mal. Tief ist es nicht. Vielleicht gibt es irgendwelche verborgenen Schätze. Scheint nicht so zu sein. Hier kommen wir auch nicht hoch. Also gibt es hier auch keinen anderen Weg, denke ich mir. Aber was ist das hier? Eine Art Schlüsselding wieder, oder? Auch nicht rein, okay. So, dann würde ich sagen, zum Tauchen. Wir gehen auf Tauchgang. Springen wir doch mal hier rein. So, okay. Jetzt hoffe ich mal, dass wir hier gleich durchkommen. Keine Ahnung, wie lange wir hier Luft haben oder nicht. Die Kameraführung ist extrem schlecht gerade.
Okay. Das war aber nicht lange. So, jetzt denke ich mal, hier müssen wir eigentlich noch sicher sein. Oder doch nicht? Oh Gott, wie kommen wir denn darüber? Wir müssen darüber. Alter Schwede. Können wir am Strand entlang gehen oder müssen wir da hintauchen? Okay, wir probieren es mal am Strand, würde ich sagen. Okay, das bringt nichts. Holt ihr uns hier? Ja, der holt uns hier. Eieiei. Okay. Alles klar. Gut, dann tauchen wir doch mal darüber. Weiß nicht, ob uns das was bringt, wenn wir hier nur tauchen, praktisch, dass der uns im Wasser gar nicht erreichen kann. Sieht auf jeden Fall so aus. Okay, und unsere Luft geht jetzt aus, der Bildschirm wird dunkler. Aber hier sind wir doch auf jeden Fall schon mal safe, würde ich sagen. Da unten ist eine... Okay, hier unten ist irgendwie eine Höhle oder sowas. Was ist das hier für komische Blasen? Ah, okay. Luftblasen. Luftbubbles. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Oh, das ist eine Bubble. Eine Bubble. Bubble. Ich weiß gar nicht, wie wir hier lang müssen. Ich weiß es nicht. Hier sieht's gut aus. Mal gucken. Nee. Okay. Hier ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Können wir den anschreien irgendwie? Dass der sich dreht? Irgendwas passiert hier. Aber ich weiß nicht was. Okay, jetzt dreht er sich. Müssten wir den haben. Okay, dann haben wir schon mal einen ersten Schlüssel. Ich weiß ja nicht, wie viel wir für den Turm benötigen. Aber wir schwimmen jetzt mal wieder raus, würde ich sagen. Okay, da ist auch schon eine Luftblase wieder. Sehr schön. Sehr geil gemacht. Und schwimm doch dann da mal rein. Folgen einfach nur den Luftblasen. Ich denke, das wird schon der richtige Weg sein. Aber hier steht man schon ein bisschen unter Zeitdruck, muss ich sagen.
wenn man hier schnell sein muss, dass man die Blasen erwischt. Okay, was hat mir das jetzt gebracht? Ich bin jetzt hier einmal komplett im Kreis geschwommen. Dann schwimmen wir da mal weiter. Ist hier noch irgendwie so eine komische... Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Da hinten wird es auch noch reingehen. Gehen wir erstmal hier hoch schnell. Ich denke mal, dass das komische Fieder gleich ist. Okay, hier sind wir safe auf jeden Fall. Aber es ist doch bestimmt unser Ziel, dass wir dorthin kommen, oder? Aber jetzt schauen wir hier erstmal weiter. Na, gehst du da hoch? Magst du da nicht hoch? Okay, wo sind wir jetzt, hä? Irgendwie wird es immer dunkler. Okay, das sind unsere schwarzen Freunde. Jetzt sind wir ja schon wieder irgendwie. Keine Ahnung. Ist ein optionaler Weg? Dafür waren wir doch schon, oder? Waren wir doch schon. Jetzt schauen wir da mal hin. Sieht aus, als wenn irgendwie so ein Kartenstück oder so wäre. Das war immer ein Windrad. Okay, hier unten war der Eingang. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Ja Leute, ich weiß, ich hätte da jetzt durchgehen müssen, ich weiß es schon.
Aber ich wollte eigentlich mal hier schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Okay, scheint nicht so zu sein. Vielleicht können wir das Gebiet ja nachher noch anschauen, wenn der komische Vogel mal weg ist. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Da ranjumpen. Scheint es nicht weiter zu gehen. Na, spring halt darüber, geht es nicht, oder was? Jetzt, genau. Okay, hier sind wir gekommen. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Okay, alles klar. Klar. Geht's denn hier unten weiter? Gott, die haben mich komplett verlaufen, Leute. Okay, da geht's nicht weiter. Okay, dann gehen wir hier raus. Falsche Richtung. Oder? Falsche Richtung. Aber es hat auf jeden Fall gelohnt. Wir haben ein Kartenstück bekommen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal in diese Richtung. Okay. Ah, da oben ist ein Schlüssel. Mit dem wir nicht rankommen. Okay, hier geht's aber hoch. Mal hier. So, zweiter Schlüssel.
würde ich sagen, wieder zurück. Blase holen. Blase holen. Genau. So, schauen wir doch mal hier, ob es jetzt hier irgendwo einen Eingang gibt. Okay, da hinten geht's nicht weiter. Wir müssen hier runter. Sonst holt uns der... Aber da drin war doch auch nichts mehr, oder? Da war ich doch vorher schon drinne. Hier war ich doch vorher schon drin. Also ich habe hier auf jeden Fall keinen Weg gesehen. Hier sind wir einmal im Kreis geschwommen vorher. Aber wir können ja trotzdem nochmal schauen. Hier wird es nochmal hochgehen. Waren wir hier vorher schon oben? Ne, hier waren wir noch nicht oben. Und da sind auch die zwei Schlüssel. Ah, alles klar. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt leider wieder einen Cut und schauen uns in der nächsten Folge an, was denn hier passiert, wenn wir die Schlüssel einsetzen. Ich würde mich freuen, wenn er dran bleibt, wenn er wieder einschaltet. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.